Hallo, herzlich willkommen beim Coltra. Mein Name ist Roger und ich begrüße euch zu einem weiteren Tasting. Heute bin ich zu Hause in Indien und zwar Paul John Brilliance Single Malt Whisky. Sehr exotisch. Whisky von Indien hat man nicht alle Tage im Glas, jedenfalls ich nicht. Dieser hier ist non-chill filtered, also nicht kühl gefiltert, nicht rauchig. Die Notes schaue ich jetzt noch nicht an. 46 Volumenprozente for export only. Dieser Whisky hier, sehen kann, ist wurde gelagert in Ex-Bourbon Casks. Der Whisky wird auf Goa, einer Insel, die zu Indien gehört, selbstverständlich wird der gebrannt, nach schottischem Vorbild, also auf Kupferbrennblasen. Alter trägt er keines, aber in Indien weiß man ja, da ist das Klima ein wenig anders als in Schottland, also braucht es auch nicht so lange, bis ein Whisky reift in einem Fass, sonst nach 10 Jahren ist da wahrscheinlich alles verdampft und kein Whisky mehr drin, sondern nur noch ein Süppchen, das man dann wahrscheinlich nicht mehr trinken kann. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Whisky von Indien mit Altersangabe gehabt. Ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht, ob es das gibt. Wenn es das gibt, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Würde mich interessieren, ob es das gibt. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, jemals so einen gesehen zu haben oder geschweige denn getrunken zu haben. Aber jetzt widmen wir uns mal diesem Kandidaten hier, Paul John. Ich hatte auch schon andere von dem im Glas, haben mir eigentlich alle recht gut gefallen. Nichts Aufregendes, aber jetzt auch nichts, das mich abgestoßen hätte. Daher habe ich mir auch noch diesen hier gegönnt. Mal schauen, was der so kann. Anders, also auch man merkt ihm die 46 Volumenprozente an, also er ist doch ein wenig präsent in der Nase, so was den Alkohol angeht. Leichtes Kitzeln in der Nase, so frische, minzige Menthol-Frische, die einem in die Nase steigt, mit einer frischen, malzigen und vanilligen Note. Die typischen Bourbon-Fasslagerungscharakteristik, wenn man dem so sagen kann. Leicht Banane kriege ich noch. Eine Würzigkeit, die wahrscheinlich von den Fässern kommt. So Apfel, Birne, frische, also alles sehr frisch, fruchtig, wenig süß, also fast gar nicht. Es dominieren die malzigen und fruchtigen Noten. Ich probiere mal. Pfeffer und trocken, der wird richtig trocken, Ingwerschärfe, Eiche, Fruchtigkeit ist sehr in den Hintergrund gerückt,
Also es dominiert die malzige Komponente, der wirkt jung, der ist wahrscheinlich auch jung. Also hier dominieren eindeutig die würzig, pfeffrigen, scharfen Elemente mit der Trockenheit verbunden und von der Frucht ist leider nicht mehr viel übrig geblieben und süß ist er auch gar nicht. Er ist auch jetzt weg. Das Einzige, was bleibt, ist diese Trockenheit im Mund, die auch nicht so schnell weggeht. Muss man mögen. Ich gebe jetzt mal ein klein wenig Wasser dazu. Mal schauen, was dann geschieht. Sofort eine Schlierenbildung, die ich hier im Glas habe. Ja, nicht kühl gefiltert. 46,1%. Mal schauen, ob sich der mit Wasser noch entwickelt. Und wenn ja, in welche Richtung? Jetzt brennt es noch mehr in der Nase. Gefolgt von so einer Bourbon-Klebstoffnote. Und so einer nussigen Note. Sehr komisch, das habe ich sonst eher bei Sherry gereiften Whiskys. Schon fast ein wenig verbrannte Nüsse, aber nicht rauchig, nicht falsch verstehen, sondern einfach angebrannt. Gefällt mir das? Geht so. Irgendeine komische Note hat er jetzt noch gekriegt mit Wasser, die ich leider jetzt so nicht benennen kann. Und es kitzelt in der Nase ganz fest. Ich probiere nochmal. Auch jetzt kommt die Pfeffrigkeit und die Schärfe mit dieser malzigen Aromatik sofort wieder zum Vorschein. Auch immer noch trocken werdend und leider auch immer noch keine Süße und keine Spur einer Fruchtigkeit. Das ist alles sehr gedeckt. Also dieser Whisky lebt von seiner würzigen, malzigen Aromatik. Und das ist, muss ich leider ganz offen und ehrlich sagen, für mich kein Kaufgrund, dass ich so eine ganze Flasche kaufen müsste. Das ist mir dann einfach zu wenig. Da gibt es andere, die gleich viel kosten und sicher besser sind oder ähnlich kosten, so irgendeinen Blended Malt oder sowas, gibt es sicher genügend Beispiele, die besser sind. Ja. Wie ist es mit euch? Habt ihr den auch schon im Glas? Wenn ja, schreibt es mir doch in die Kommentare, es würde mich freuen, was eure Meinung, also eure Meinung würde mich sehr interessieren. Und ja, das war es dann auch schon wieder zu diesem Whisky. Bleibt gesund und schaut auf euch und dann sehen wir uns schon bald wieder. Ciao!